So, da sind wir wieder. Grüße ihn raus. Dudes, der alte Vater ist wieder live. Er ist nicht live. Es ist ja ein YouTube-Video. Oh, huch, welch Versehen. Egal. Wichtig ist der Inhalt. You know what I mean? Letztes Mal hatten wir das Betting. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen geholfen. Mir persönlich hat's, aber ich bin halt auch lausig beim Betting. Da ist es nicht schwer, eine Verbesserung zu erzielen. Heute machen wir mal eine Runde beim Pitching. Pitching ist ein bisschen einfacher. Warum ist es einfacher? Weil man selber weiß, was man tut. Während man beim Betting, also beim Schlagen, reagieren muss, darauf, was geworfen wird, kann man, wenn man selber wirft, also Pitch, selber mit Verstand überlegen, was werfen wir. Und ist damit der aktivere Part, der bestimmt, was gespielt wird. Und der Better muss reagieren. Und je cleverer wir vorlegen, umso schwerer hat es der Better zu reagieren. Und genau das gucken wir uns heute kurz an. Und ich mache ein paar Beispiele, ein bisschen graue Theorie. Und dann hoffe ich mal, dass es uns allen etwas nützt. Also rein ins Game. So, da sind wir im Spiel. Und wir gucken uns das Pitching an. Wir gehen das hinzu wieder nicht ins Spiel erstmal, sondern ins Custom Practice, weil man da einfach besser Sachen sehen kann, ohne unter Zeitdruck zu stehen. Was für Teams ihr da nehmt, ist im Prinzip gehupft wie gesprungen. Ich nehme natürlich mein Lieblingsteam, weil die eingestellt sind, die Yankees. Dann brauche ich bloß immer rübergehen, dann sind die da. Und ich stehe in die Uniform, so wie es sind. Wir können auch Dodger Stadium nehmen. Wir nehmen aber nicht Day, sondern Night und Oktober und Overcast. Weil dann weniger Sachen sind, die vom Ball ablenken, den wir sehen wollen. Gehen rein ins Custom Practice, sehen allerdings, dass wir auf der Betting-Seite stehen, wollen wir nicht. Practice Type, Pitching, Call, Show Better, können wir mal auf Yes machen. Ne, machen ruhig auf No. Wir machen nur auf Yes. Man kann den Better ausblenden, das ist im Prinzip der ganze Gag. Der Unterschied ist ja so, wenn man hat Show Better Yes, dann steht da Mookie Betts. Gehen wir rein und sagen No, dann verschwindet er. Wenn man jetzt was testen will, dann schlägt er halt auch nicht. Dann kann man bei seinen Pitches besser sehen, ohne abgelenkt zu werden. Das allererste, was man allerdings machen sollte, ist, man kennt es wie beim Betting, die richtige Kameraperspektive ist Nummer 1. Warum? Weil wenn eure Kamera immer gleich aussieht, dann seid ihr nicht abgelenkt durch die Kamera, sondern könnt euch auf die Pitches konzentrieren. Und deswegen solltet ihr eine nehmen, die euch halt am besten gefällt, die euch anspricht, wo ihr alles sehen könnt, was ihr wollt. Ich persönlich pitche immer hier raus. Dann gehen wir über Options. Dann sieht man das besser. Dann ist so unten eingeblendet. Pitcher Offset. Die ist im Prinzip von hinten. Klar sieht man, dass mein Pitcher Pole und leicht erhöht von rechts. Es gibt, glaube ich, genau 7 Pitching Views. Wir können jetzt mal links anfangen. Das Gute ist, wenn man das über diese Options im Custom Practice macht, kann man den sofortigen Effekt im Game sehen und muss nicht immer raus Ja sagen, Nein sagen, also Apply oder Deny, sondern kann hier sofort den Unterschied sehen. Er fängt an, das ist ein Pitcher. Er ist um 7 flach, rechts daneben. Dann kommt Pitcher weit, der ist links daneben. Also wenn man sich vorstellt, wäre von hier so von links aus der Kamera. Dann kommt Zoom, der ist ein bisschen ungefähr von hier von die Kamera. Center ist direkt mittig hinter dem Pitcher. Offset, das ist meine, der ist ein bisschen näher rangezoomt. Und aber hier so von halb rechts. Outfield ist im Prinzip von ganz rechts, sag ich mal. Und etwas flacher, also auf demselben, auf derselben Ebene. Und dann gibt es noch Broadcast. Broadcast ist, sieht very nice aus. Ihr habt aber das Problem beim Broadcast, weil Broadcast heißt dann die TV-Übertragung, dass die Kamera jedes Mal woanders steht, wenn ihr in einem anderen Stadion seid. Ja? Weil das natürlich wie in jedem Stadion mal steht, die Kamera ein bisschen weiter links, mal ein bisschen weiter oben, je nachdem, wo die Plätze für die Kameras sind. Deswegen sieht das Bild auch mal ein bisschen anders aus. Ist in meinen Augen deswegen nicht zu empfehlen. Wer damit klarkommt und das Schöne hat, dass es ein bisschen variiert, der kann das ruhig mal versuchen.
Das waren sie auch schon. Danach kommt man sofort zurück zu den Betting-Einstellungen. Geht auch mal so als Tipp nebenbei. Wer Probleme im Betting hat, kann auch mal ein Spiel pitchen aus der Betting-Perspektive. Man sieht dadurch halt doppelt so viele Pitches kommen, wenn man schlagen will. Auch, und man weiß ja selber, wenn man wirft, guck mal, ich werfe jetzt einen Fastball und sieht dann von hinten, aha, so sieht eigentlich mein Fastball. Man kann dadurch also mehr Wiederholungen für sein Gehirn speichern und könnte dadurch durchaus beim Schlagen besser werden. Mal so als Tipp am Rande, ich persönlich mache das nicht. Nicht, weil ich es nicht brauchte, mein Betting bräuchte die Arbeit auch. Aber ich mag es, wenn es jedes Halbinning anders aussieht. Wenn ich also schlage aus der Schlagperspektive von hinterm Batter und werfe aus der Pitching-Perspektive von hinter Pitcher. Deswegen, versucht die durch. Broadcast, wie gesagt, weit hinten rechts. Outfield von rechts. Pitcher Offset, halb rechts, erhöht. Pitcher Center direkt hinterm Pitcher, noch höher. Zoom, links, ein bisschen weiter weg. Pitcher weit, noch weiter links, noch weiter weg. Und Pitcher, im Prinzip fast dasselbe wie Offset, aber halt im Level gerade und nicht erhöht. Wie gesagt, meiner ist Pitcher Offset. Ja, dann save ich den, gehe raus und gehe auf Practice Type Pitching und sage Better No or Yes. No ist keiner da, kann ich einfach werfen. Yes ist er da. Und damit sind wir genau da bei den Pitches. Wir können die jetzt erklären. Wir können natürlich auch mal versuchen, wir werden mal den Mugi da noch schnell ausblenden. So, dann ist er weg. Können wir einfacher werfen, ohne dass er versucht zu schlagen. Generell sieht man immer rechts daneben in dem Batter die Pitches, die der Pitcher hat. Jeder Pitcher hat andere. Starting Pitcher sollten mehr haben als Relief Pitcher. Relief Pitcher sind halt Leute, die man einwechselt. Die pitchen nicht so lange. Die sollten eigentlich bloß ein Inning spielen. Haben bedeutend weniger Pitches und bedeutend weniger Ausdauer. Ja? Der Starter ist immer der, der das Spiel startet und 5 Innings pitchen sollte, 6 ist besser. Ja? Wenn man mehr durchhält, noch besser, aber 5 oder 6 solltet ihr aus dem Starting Pitcher im Online-Game immer rauspressen können. Im Conquest ist es anders, an dir, wo es 3 Innings im Prinzip sind, da ist es eigentlich clever, wenn man ihn nach dem ersten Inning rausnimmt, höchstens 2, aber dann ist er schon im Gelben und das ist eigentlich schon heikel. Man sieht die Pitches immer daneben stehen, von oben nach unten mit den Zeichen des jeweiligen Knopfes versehen, dass man weiß, wo man auf sein Pad drücken kann und guckt sich dann an, von oben nach unten, wie sie heißen und denkt sich, wie die Pitches sind, wenn man sie denn weiß, wenn nicht, muss man es halt einmal lernen. Dazu muss ich sagen, wenn der oberste, in dem Fall hier der Fastball, ist immer der Pitch, den der Pitcher am besten kann und der unterste, in dem Fall hier der Two-Seam-Fastball, ist der, den er am schlechtesten kann. Man sollte also dann versuchen, rein von der Priorität her, den er oben am besten kann, natürlich am meisten zu werfen und den unten, den er am schlechtesten kann, am seltensten. Ja? Also ihr könnt ruhig eigentlich mit 40% im obersten gehen, ungefähr kann man sagen, und die darunter dann immer so abwechseln. Also immer einmal den obersten, einen darunter, einen obersten, einen den darunter. Dass man wirklich seine Stärken ausspielt und nicht seine Schwächen so oft wie möglich spielt. Der normale Fastball, der oben steht, 4-Seam, heißt 4 Nähte, die er berührt im Prinzip, wenn er den Ball wirft, also in seiner Hand. Daher kommen die Namen im Prinzip. Da unten der 2-Seam, dann hat er den Ball in der Hand und fest dabei, aber bloß über 2 Nähte und hat dadurch weniger mir Wald im Wurf, sage ich mal. Und deswegen sieht man dann auch, da stehen nämlich die Meilen pro Stunde, die Geschwindigkeit des Pitches. Deswegen ist er eben langsam. Es gibt generell immer Fastballs und Breaking Balls. Fastballs sind schnelle, fast, gleich schnell im Englischen. Und Breaking Balls sind langsamere Pitche, die in eine Richtung breaken, also ausbrechen. Ja, würde man sagen, die machen also immer eine Kurve, beschreiben die. Der Fastball ganz oben, der Four-Seamer, der fliegt im Prinzip nur gerade. Das ist ein wunderbarer Pitch, um ihn mit ihm zu starten. Den wirft man gerade, man zielt im Prinzip mit dem linken
Joystick, wohin man die haben will. Man wählt mit X erst aus und zielt dann. Man kann sich eine Ecke nehmen. Ich persönlich werfe Fastballs immer oben. Wenn natürlich euer Gegner online irgendwann clever ist und das rauskriegt, könnt ihr auch mal einen nach unten irgendwo werfen. Aber im Normalfall ist der Fastball ein wunderbarer Pitch, um einen At-Bat zu starten, indem man ihn oben in eine Ecke wirft. Dann darunter, der Slider ist zum Beispiel schon so ein genannter Breaking Ball. Der slidet, wie könnte man es übersetzen, dort er rutscht im Prinzip. Der Slider geht immer so, wenn das hier die Strike-Zone ist, kommt er gerade und rutscht dann so zur Seite raus. Und zwar immer halt, wenn er mit rechts wirft, dann natürlich kommt er so gerade von rechts und rutscht nach links raus, weil man ja den Arm so lang wirft, ne? Da sieht man dann auch, wenn man hier diese Pfeile, ich habe immer die Klassik-Variante eingeblendet, da habe ich bloß diese Pfeile, bei den normalen gibt es auch diesen ganzen Pfad, das ist mir aber zur Fülle im Bild. Man sieht also, der sollte da nach links ausbrechen. Ich werfe den Slider dann immer unten, ziele den so auf die Ecke im Prinzip und will, dass er dann unten links neben der Zone einschlägt. Das ist übrigens Gary Sanchez, man kennt ihn. Der schlagende Catcher hat aber Probleme mit einem Breaking Balls, die zu fangen. Kann den auch genauso gut nach oben rüberwerfen über die Kante, den Slider. Allerdings sind Pitches oben, die langsamer sind, diese Breaking Balls, gefährlicher. Und wenn er den unten trifft, ist die Chance größer, dass er im Prinzip den Ball auf den Boden schlägt und wir dann irgendwo im Infield ihn ausmachen können, indem wir zur 1 werfen. Oben, wenn er langsamer ist, ist die Gefahr größer, dass er den Flugball wird und der dementsprechend besser getroffen wird, weil er ja langsamer kommt und der Batter mehr Zeit hat zu reagieren. Das ist also klar. Das wäre also ein wunderbarer Anfang, wenn wir den Fastball oben werfen in die Zone und dann als nächstes, wenn er von oben kommt, den Slider unten neben die Zone setzen. Wir sind ja nicht gezwungen, Pitches immer in die Zone zu werfen. Wir wollen dem Wetter die Sache ja nicht leichter machen. Er muss bloß so aussehen, als würde er durch die Zone gehen, kann aber am Ende neben der Zone landen. Dann kommt der dritte Pitch von oben, das ist ein Knuckle Curve. Haben nicht so viele, sonst wichtig ist hinten der Curveball. Der kommt im Prinzip an, oben und fällt nach unten. Der macht die Kurve nach unten. Wenn der Slider zu außen die Kurve macht, macht der Curveball die Kurve nach unten. Der Knuckle Curve macht nichts anderes, als dass er wackelt. Ja, dass er knuckelt. Ja, so wie man sich diese Knucklehead-Figur, die man immer anstößt, mit dem Kopf hin und her wackelt. Und der Knuckle Curve ist ein wackelnder Curve. Wir werfen den jetzt einfach mal so gerade, ich drücke aufs Dreieck, dann sieht man diese Anzeige, wie der Pitch sich eigentlich verhalten sollte. Wir versuchen den mal halbwegs gerade durch die Mitte zu werfen, ob der dann so rüber geht. Also er flattert im Prinzip und macht eine Kurve von Norden nach Süden. Der Gag dabei ist, dass der Batter den Ball sieht, er fängt oben an, denkt, oh, das ist ein Fastball, schwingt oben. Und dann dreht der Pitch nach unten ab und er schwingt oben drüber. Auch hier wäre die Variante genauso. Wir fangen mit dem Fastball an und werfen den Curve hinterher. Na, dann sieht man ungefähr die Höhe. Na, geben wir da hinterher. Besser ist allerdings, man wirft den links oder rechts, damit man den nicht über der Mitte trifft. Man sieht, der fängt genauso an auf der Höhe wie der Fastball und bricht dann nach unten aus. Cleverer ist allerdings, den nicht da so rechts anzusetzen, weil man ja sieht, das Ziel, dort wo die Pfeile gehen, wäre unten direkt in der Mitte. Cleverer wäre es entweder, ihn hier daneben anzusetzen und reindroppen zu lassen in die Zone unten oder ihn links so anzusetzen, dass es aussieht, als würde er reingehen, dann droppt er im Prinzip links neben die Zone. Ja, so. Dann kommen wir schon zum vierten Pitch, den er hat. Das ist der Change-Up. Der Change-Up sieht im Prinzip genauso aus wie ein Fastball, wenn er kommt, geworfen wird. Allerdings, der Unterschied, er ist langsam. Man sieht also oben beim Fastball im Four-Seam 95 bis 99 Meilen die Stunde. Beim Change-Up 86 bis 90. Das sind im Prinzip 10 Meilen weniger. Bringen wir mal einen Schluck Kaffee. Das sind 10 Meilen weniger. Und dadurch ist der Batter von der grauen Theorie her in dem Moment mit seinem Schwung bereits durch, hat also den Schläger durchgeschwungen, bevor der Ball da ist und kann ihn deswegen nicht treffen. Auch
sehr praktisch, nach einem Passwort zu nutzen. Man sieht, er hat hier unten bloß zwei dieser Pfeile. Na? Er prägt also nicht so stark nach unten aus wie ein Curveball, sondern die Flugphase ist mehr gleichmäßig. Also sie fährt gerade an und rutscht dann so nach unten. Auch hier halt praktisch, wenn ihr mit dem Fastball davor werft, der ist schnell, der ist hoch. Und dann werft ihr den Changeup hinterher. In selbe Richtung. Er sieht genauso aus. Geht dann aber viel, viel schneller, sinkt er nach unten ab. Das ist der vierte von ihm. Das ist bei Gerrit Cole. Wie gesagt, jeder Starter hat ein bisschen andere, aber ihr gewöhnt euch ja an eure Starter, eures Teams. Und dann haben wir noch den Two-Seam. Das ist, wie gesagt, auch ein Fastball. Wird allerdings anders gehalten. Fliegt dadurch etwas langsamer und interessanterweise bricht der Two-Seamer nach außen weg. Also wenn der mit rechts wirft, geht er nicht nach innen in die Richtung, wie der rechte Arm geht, sondern er geht im Prinzip nach außen weg. Nicht viel, aber zumindest so, dass er im Prinzip am Ende ein bisschen Bewegung hat und der Batter, wenn er auf einen geraden Fastball, auf einen Four-Seamer wartet, spekuliert, ihn nicht sauber treffen kann. Dann könnte man es auch so nach oben werfen, dann sieht man, wenn ich gut werfe, was man sieht, dann neben die Zone. Ne? Der Four-Seamer da rein, würde ganz gerade gehen, in die Ecke. Na? Und der Two-Seamer, wenn man dahin ziehen, macht denselben Move Richtung Außenkante. Habe ich nicht getroffen, nochmal zeigen. Da kommt noch dazu, ihr könnt natürlich auch immer, machen wir es nicht vor, je nachdem, welche Pitching-Art ihr benutzt, den Pitch nicht sauber ausführen, dann fliegt er natürlich ganz woanders hin. Da war er jetzt im Prinzip. Machen wir erst nochmal den Four-Seamer gerade, oben in die Ecke und dann den Two-Seamer hinterher. Jetzt musst du mal bitte den Four-Seamer in die Ecke werfen, Jens. Ja, I try. So ungefähr. Mal jetzt zentral und dann der Two-Seamer, wenn ich den dahin ziele, dass der Ball da ist, wo der beim Four-Seamer eingeschlagen ist. Hier fällt er so ja nach unten weg. Er soll aber eigentlich nur nach rechts ausbrechen. Da merkt man schon den Unterschied, dass es halt sein schlechtester Pitch ist. Er kann den nicht so genau werfen wie den Four-Seamer. Ja, der Four-Seamer, man müsste nochmal diese graue Fehlerzone besser zeigen können. Wo halten wir den hin? Wenn ich den Four-Seamer anklicke, hier ungefähr, neben die Zone, dann sieht man oben, um den weißen Ball ist ein Schatten, ein grauer. Und das ist im Prinzip die Fehlerzone, wo der Pitch hingehen kann, auch wenn ich ihn optimal treffe, also unten direkt den gelben Balken und dann oben ins Fadenkreuz. Der sieht bei dem so aus. Kleiner grauer Schatten, wenn ich jetzt auf R1 den schlechtesten Pitch, den er hat, den Two-Seamer, dahin halte, dann sieht man, dieser graue Schatten ist größer und rechts neben dem Ball. Einfach, weil er diesen Pitch nicht so genau so gut beherrscht. Nicht? Da ist die Fehlertoleranz wird größer, deswegen sollte man die unteren nicht dementsprechend oft benutzen wie den obersten. Die Fehlerquote ist da, nützt aber nicht. Wir wollen den Batter ja überraschen, dadurch, dass der Pitch anders aussieht. Nicht? Und dann wirft man den einfach geradezu, als wäre der Four-Seam in der Ecke, geht aber rechts daneben als Two-Seam. Das waren seine Pitches. Wir können gucken, wenn wir einen anderen Pitcher nehmen, wir machen mal Pitching und nehmen nicht Cole, sondern nehmen die Nummer 2 bei den Yankees. Der hat zum Beispiel, wenn wir reingehen, also Corey Kluber, kein Fastball oben, sondern ein Sinker, der aber im Prinzip genauso wie ein Fastball ist, der einzige Unterschied macht, wie der Name schon sagt, er sinkt etwas. Er fliegt halt nicht ganz gerade hinterher, haben wir unten die zwei gelben dran, dann geht er in die Außenkante und Breakback ist aber im Prinzip sein Fastball, weil er keinen anderen Four-Seam Fastball hat. Stimmt nicht, er hat unten noch einen Jens. Wenn wir jetzt hier, er hat auf Viereck den Four-Seam Fastball, können wir den da in die Ecke werfen. Wenn man dann treffen würden. Nochmal bitte. Ja, wo ist er? Den Four-Seam in die Ecke und dann den Sinker werfen. Der fliegt im Prinzip. Da ist der Four-Seam, der ist auch schon gerade, ist allerdings bei ihm nicht so schnell. Ich habe 95 Meilen drauf. Wenn wir den Sinker hinterher werfen,
Dann schwankt der zwar, aber... Also er hat am Ende mehr so live, also... Er sieht geradeaus und hat am Ende so ein bisschen Leben in sich, dass er nach unten und außen ausbricht. Und dementsprechend dann für den Wetter genauso mies zu schlagen ist. Weil er sehr lange, sehr gerade aussieht und dann ein bisschen runter geht. Dann schlägt der Wetter im Prinzip oben, schlägt über den Ball drüber, schlägt den Ball zu Boden. Und dadurch ist relativ leicht dann Opfer eines Groundouts. Also an dem irgendein Infielder den Ball aufnimmt und zur 1 ihn auswirft. Dann hat er als nächstes einen Cutter. Und der Cutter ist im Prinzip wie ein Slider, wobei Landhand, der nach außen ausbricht, aber den kann man oben werfen, weil er viel, viel schneller ist. Na, den können wir also hier in die äußere Ecke werfen und dann dreht der kurz am Ende so ab. Wenn man dann also den Unterschied sieht, der Sinker würde hier nach außen, den werfen wir jetzt natürlich nicht hier. Man könnte jetzt mal gucken, mal, wir werfen den Sinker, der fällt dann rein. Nee, wir wollen immer, dass unsere Bälle so aussehen, als würden sie in die Zone gehen, aber in Wirklichkeit daneben. Deswegen wirft man dann den Sinker lieber hier und lässt ihn rausdroppen aus der Zone. Beziehungsweise trifft dann die Kante, ist auch okay, genauso schwer zu werfen. Und beim Cutter genauso, man lässt ihn so aussehen, als würde er in diese Ecke gehen. Und er zieht aber, wenn man ihn vernünftig wirft, dann weiter nach außen. Noch ein Cutter bitte, der Herr. Weiter Pitch. Noch ein Cutter bitte, der Herr, dahin und lassen den oben immer noch nicht weit nach außen, weil ich einfach beim Schlagen unten den gelben nicht treffe und dann oben nicht in meinen, jetzt stand gut da, sieht man, dann dreht er nach außen auf die Außenkante hin, nicht? Dann hat er ein Curveball, ist im Prinzip dasselbe wie der Knuckle Curve, der nennt sich nur Curve, warum? Weil er im Prinzip nur nach unten geht und nicht knuckelt, also wackelt dabei. Hier sieht man, er hat 1, 2, 3, 4, 5 gelbe. Also der Break ist viel, viel stärker bei diesem Pitch. Ziehen wir einfach nur gerade und gucken. Boah, und dann sieht man, er kommt sehr, sehr hoch und fällt sehr, sehr tief. Das ist ein ganz gemeiner Strikeout-Ball, wenn man den als dritten wirft als Pitch. Vorher zweimal schnell durch die Zone und dann dieses Ding. Da sieht man, wie Better reihenweise verzweifelt. Dann hat er unten noch einen ganz normalen Fastball, Four-Seam. Einer für die Ecken. Ne, ich muss mal gucken. Wenn man sieht bei ihm, er sackt die runter immer, ob man den nicht einfach vielleicht immer drüber wirft. Und da muss man sich dann aber an seine Pitcher gewöhnen. Immer wenn man drüber wirft, verfehlt er knapp die Ecke. Nice. Und dann hat er auch diesen Change-Up noch. Und der ist allerdings mit 81 bis 86 sehr langsam. Na, sieht man, er sieht auch sehr lange aus wie ein Fastball und geht dann einfach ein Stück runter. Also hier den Four-Seam jetzt mal durch die Mitte versuchen zu werfen, um zu gucken. Und dahin ist direkt auf halber Höhe. Und der Change-Up, wenn wir den dahin werfen, wie weit geht er runter? Wusch. So muss ich eine ganze Ballbreite drunter. Und das reicht schon, dass der Batter versucht, den Four-Seam zu treffen, über den Ball schlägt und den dadurch nach unten auf den Boden schlägt. Und ein leichtes Aus für die Infielders. So könnt ihr im Prinzip eure Pitcher durchversuchen mit den verschiedenen Pitches. Es sind nicht hunderte verschiedene, das ist übertrieben. Jeder hat im Prinzip einen Fastball oder einen Sinker und einen Changeup, die langsame Version. Und dann halt verschiedene Breaking Balls, entweder ein Cutter, da oben schnell raus, ein Slider unten schnell raus oder ein Curveball. Und im Curve gibt es noch anderthalb verschiedene. Dieser Curveball geht immer so ein bisschen schräg. Dann gibt es noch einen 12-6 Curveball, der heißt 12-6. Weil oben auf der Uhr 12 Uhr ist und unten auf der Uhr 6 Uhr. Der fällt also ganz gerade von oben von 12 Uhr auf 6 Uhr. Ja? Und dann gibt es wenige Pitcher, die noch wenige seltenere Pitches. Aber das ist nicht der Normalfall. Das, was wir hier sehen, ist der Normalfall. Wir können bei Perfectus Type mal nochmal gucken, ob wir noch im nächsten haben. Kluber, da haben wir den Jameson Taillon. Da kann man sehen, wenn ich meine Cam wegmache. Der hat zum Beispiel genauso ein Four-Seam Fastball und ein Two-Seam. Der Four-Seam geht ganz gerade an meine Sache. Und der Two-Seam ein bisschen, wenn er mit rechts wirft, weg vom rechten Arm. Den 12-6 Curve, der von oben nach unten fällt. Und den Slider, den man unten schön rauswerfen kann. Dann haben wir noch den Montgomery. Der hat genauso Fastball Change-Up. Kennen wir den langsamen Fastball. Der nur so aussieht, als ob den Curveball, wenn er unten fällt, den Four-Seam Fastball und den Cutter. Im Prinzip dasselbe wie bei Kluber.
Dann haben wir noch Domingo German. Was kann der am besten? Den Curveball, den sehr langsamen, den Mind-Curveball und dann den Fastball, Changeup, Fastball. Also man sieht, es ähnelt sich. Ja, jetzt sind wir schon bei Relief-Pitcher, ein anderes Thema. Aber die Pitches bleiben im Komplett. So, und damit sind wir auch schon beim nächsten Thema. Die Pitcharten. Also die Art und Weise, wie ihr werft. Da müsst ihr euch im Prinzip auf eine festlegen. Bei mir ist es seit letztem Jahr pure analog. Es geht eigentlich nur darum, wie ihr euer Pad bedient. Es gibt aber verschiedene Varianten mittlerweile, wie man werfen kann. Das ist sehr erstaunlich im Gegensatz zu anderen Sportspielen, wo eigentlich immer nur klar ist, dass man drücken muss, die Knöpfe. Kann man hier verschiedene Versionen wählen. Dazu könnt ihr einfach auf Options drücken und Gameplay. Sieht hier, wie gesagt, das ist pure analog, das ist meine Variante. Oben steht auch immer noch mal eine Beschreibung direkt über dem Ding, ja. Der rechte Auswahl des Pitches ist immer über Knopf, wie man sieht, korrespondierend das Symbol. Mit dem linken kann ich zielen. Na, ich kann also den Ball überall hin bewegen bei Pure Analog. Auf irgendeine Ecke. Und dann muss ich den rechten Stick bewegen. Einmal nach unten ziehen, bis zu diesem gelben. Na, das ist halt auch ein Pfeil oben in dieser Wurfanimation. Bis zum gelben, je genauer ich den gelben treffe, umso besser ist für den Pitch. Und dann muss ich den rechten wieder nach oben bewegen und versuchen, oben dieses Fadenkreuz zu treffen. Das natürlich nach links geht, wenn ich hier nach links ziele. Und nach rechts geht, wenn ich nach rechts ziele. Und in der Mitte bleibt, wenn ich in der Mitte ziele. Geht zurück also auf eine Ecke, ziehe den rechten Stick nach unten, warte, bis er beim gelben ist. Wenn er beim gelben ist, drücke ich ihn schräg hoch in Richtung Fadenkreuz. Das ist pure analog. Next wäre Pulse. Warum Pulse? Weil der pulsiert. Wie man sich denken kann, pulsieren, was macht er? Er geht auf und nieder immer wieder. Man hat also hier diesen Ball, ich bewege den mal hier über das Grün, da kann man es besser sehen. Das bewegt sich von selber. Das Ziel wäre jetzt, den Button zu drücken, wenn dieser graue ganz innen ist. Das ist eine Pitchart, mit der komme ich überhaupt nicht zurecht, weil mich das beim Zugucken schon nervös macht, dass der immer so von selber auf und zu geht und ich jetzt versuchen muss, im Prinzip in den Dank mitzugehen, wann ist er in und ihn dann da zu drücken. Ich versuch's mal und kann es überhaupt nicht. Ja, steht sofort early da, ich habe wahrscheinlich gedrückt, wo er am größten war. Versucht das, wenn das eure Art ist, die euch am besten liegt, nehmt die. Mir geht es bloß darum, dass wir mal gesehen haben. Options. Und dann gibt es Pinpoint. Das ist die neue Variante, die dieses Jahr dazugekommen ist. Die Profis sagen, es ist die genaueste. Ich selber habe es versucht in einem Spiel und wurde jämmerlich verprügelt. Einfach, weil ich mir viel zu viel Gedanken drum machen musste, um das nachzuvollziehen. Und nicht so aus dem Flow herauswerfen konnte. Ja. Wir wählen wieder den Pitch und dann seht ihr dieses da oben, dieses Symbol. Es geht im Prinzip darum, nachzuzeichnen, was dieser weiße Punkt auf der Linie macht. Beim Fastball ist es einfach. Wir ziehen den nach unten und gerade nach oben. Ja. Ziehen machen wir mit dem linken. Dadurch wandert dieser grüne, den man da unten sieht, das ist im Prinzip das Endziel, wo man hin muss. Und mit dem rechten Stick müssen wir diese Bewegung nachmachen. Also wenn ich jetzt hier oben links reinziehen würde, ziehe ich jetzt einmal nach unten, einmal nach oben. Und wenn der unten dieser klein wird, ziehe ich ihn da rein. Na? Und dann kriegt man oben noch so eine Auswertung. Das war also ein spektakulär guter Wurf mit Pinpoint-Pitching für mich. Wählt den aus, zieht eure Ecke, dann zeigt er euch an, einmal runter, oben, dann wartet er, dass um diesen grünen, dieses Endziel, dieser größere, kleiner wird und ihn berührt und dann zieht er dahin. Also, runter, hoch, warten, werfen. Na? Und ich habe zweimal wunderschön die Ecke getroffen. Und wenn ihr noch nicht lange dabei seid und euch etwas Herausforderndes lernen wollt, dann fangt damit ruhig an. Ihr werdet mit Sicherheit nach 2 Monaten besser und genauer pitchen können, als Leute, die andere Pitching-Varianten nutzen. Warum?
weil es neu ist, ein bisschen gepampert wurde, sag ich mal. Dort ist die Fehler, also dieses Graue, diese Fehleranimation, wenn ich jetzt hier mal den R1 zeige und hier oben rein. Ja, als Beispiel, wenn ihr euch noch erinnern könnt, vorhin bei meinem, wie groß dieser Graue war, den man da oben sieht neben dem Ball und wie klein, jetzt ist er eigentlich nur Stecknadelkopf. Das heißt also, diese Fehlertoleranz ist beim Pinpoint-Pitching viel geringer. Das heißt, wenn ihr den Pitch so ausführt, wie man es machen soll, dann landet der mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit genau da, wo ihr hin. Aber es ist eine Fleißsache, sich das anzutrainieren. In dem Fall, wenn ich jetzt hier reingehe, ich müsste jetzt, man sieht, das Bild hat sich verändert, weil es ein Doosimer ist, den schräg runterziehen, hoch, warten, unten jetzt und da rein. Ne? Aber er hat das gemacht, was er sollte, der Doosimer ist gerade geflogen, Reiniger. Also wie gesagt, wenn ihr eine Herausforderung sucht, versucht. Ihr seid dann schon, sage ich mal, bei Elite 10%, die das nur beherrschen. Das ist ein Versuch wert. Wann? Wenn ich jetzt, wenn man anfängt, dass man von Anfang an dabei ist. Dann gibt es noch von früher Meter. Meter ist, kann man sich vorstellen, wer früher schon mal Tiger Woods Golf oder so gespielt hat. Es geht im Prinzip ein so ein Halbkreis los, ein Meter lang, das ist übertrieben. Und geht dann wieder zurück, also eine Skala. Ihr müsst den einmal treffen, zweimal treffen. Wir wählen den Pitch aus, dann seht ihr da oben, das ist diesen Halbkreis. Jetzt hier ganz normal mit links und drücken jetzt allerdings mit dem Knopf rein. Jetzt. Ja, man sieht, es gibt Sachen, die ich mein Laptop noch nicht getroffen habe. Jetzt habe ich einen Gut. Na? Wenn euch das mehr liegt, nicht mit dem Stick zu drücken, sondern mit dem Knopf, dann versucht Meter. Na, ihr drückt einmal rauf und geht da los, einmal da hinten im Gelben, einmal dann zurück. Eigentlich natürlich nicht ganz da, so wo ich war, sondern man sollte ihn dann wieder auf dem Weißen anhalten natürlich. Also nicht auf dem Weißen, auf dem Gelben. Ich habe mir jetzt hinten den linkesten angehalten, bevor er ans Rote geht. Man kann allerdings auch so weiter rein ins Gelb und dann da, dann wird er härter. Ja? Versucht das Meta-Pitching vergleichbar mit alten Golfspielen, sage ich mal, wo man den Schwung halt ausholt und dann, wenn der Schwung zurückkommt, treffen muss. Und dann gibt es noch die Variante Classic. Classic ist super. Habe ich bis vor 3 Jahren benutzt. Warum? Weil es das Einfachste ist. Man wirft nur X, drückt also den Pitch, zieht seine Ecke und drückt nochmal X. Und dann macht der Pitcher den Rest von selber. Was ist das Problem? Weil es natürlich sonst so einfach wurde, ist, dass dort dann dementsprechend die Fehlertoleranz vom Game erhöht wird. Ich kann jetzt mal zeigen am Beispiel des R1, des Two-Seam Fastballs, wenn ich den hier nebenhalte. Er zeigt mir die Fehlertoleranz gar nicht an. Wie geil ist das denn? Das würde jetzt nicht so einfach sein, wie man denkt. Nein, weil man nämlich keinen Einfluss hat. Man zielt, man wählt den Pitch, zielt, also ich würde ihn ja gerne dahin werfen, drückt wieder auf diesen Knopf. Ist übrigens völlig egal, ich kann sogar eben auf X drücken. Der wirft den ziemlich gut, muss ich sagen. Dafür, dass ich angeblich keine Kontrolle über den Pitch habe. Nochmal den Two-Seamer hier rein. Den Knopf gedrückt, nichts weiter. Ich halte das Pad einfach hoch. Na, da hat man zum Beispiel gesehen. Ja, dann wirft er dahin, obwohl ich ja immer noch dahin jetzt ziehe. Machen den nochmal. Wir können dann, wenn wir jetzt 5 Pitches hintereinander machen. Na, ich drücke nur einmal hier rauf nochmal. Dann startet er den. Und wir gucken, wo geht er hin. Nicht? Er wirft dann wieder daneben. Nochmal, ob man jedes Mal woanders hinwirft. Aber so schlimm sieht es gar nicht aus. Aber es ist halt sehr einfach, aber man hat halt keine Kontrolle, ist ja klar, weil ich das Pad einfach hochhalte, nicht? Aber er wirft ihn immerhin in die Richtung, das muss man zugeben. Wenn wir jetzt den Four-Seamer da hinwerfen in die Ecke, trifft er in die Ecke da. Mal gucken. Ziemlich sauber. Also wem alles zu schwer ist, dem kann ich es empfehlen. Ich habe es, wie gesagt, bis vor 3 Jahren genauso gespielt. Man hat keine Sorgen. Allerdings darf man sich dann natürlich am Ende des Tages auch nicht wundern, wenn einem 3, 4, 5 Home Runs eingeschenkt wurden. Einfach mal, weil der Pitch hängen blieb oder über dem Mitte ging. Ist aber nicht schlecht, muss ich sagen.
Ich hätte erwartet, dass es viel schlimmer ist. Und das waren sie auch schon. Dann sind wir schon wieder da bei Pure Analog, was ich nehme. Im Prinzip auch gewöhnungsbedürftig, muss ich zugeben, habe ich erst letztes Jahr beim MLB Show 20 angefangen. Bis ich es konnte, dann hat auch eine Weile gedauert, aber jetzt geht es halt komplett automatisch. Ich wähle den Pitch aus, weiß, gehe in die Richtung, ziehe ihn runter, kann unten, muss ich den treffen und kann dann irgendwo oben nach rechts ziehen und bin ziemlich genau da, wo ich sein will. Am Ende ist es wahrscheinlich relativ brennend, welche ihr wählt, solange ihr sie übt und perfektioniert. Nicht? Und sie muss euch halt liegen, dass es Spaß macht, die Art des Pitchings, denn sonst macht es ja keinen Sinn, wenn das Spiel euch Spaß macht. Nehmt die, die euch am ehesten liegt, mit der ihr Erfolg habt und gebt nichts drauf, was andere sagen. Du bei einem anderen sagst, du machst da gar nicht Pinpoint-Pitching, du bist kein Profi. Scheiß drauf. Sollen die anderen Leute Profis sein? Wir wollen Spieler sein. So, weiter geht's. Beispiele. Im Prinzip ist es ein Situational Pitching, also wir haben eine bestimmte Situation und müssen ein bestimmtes Ziel erreichen. In diesem Fall, man kann es so gut sehen, ich stelle es ein. Wir haben Runner auf allen Bases und zwei aus. Hier Runner auf 1, Runner auf 2, Runner auf 3 und zwei aus. Das bedeutet, wir müssen den Mann eigentlich ausstriken, beziehungsweise, oder wir nehmen ein hohes Flug aus, irgendetwas, das wir ihn ausmachen, dass er auf keinen Fall einen Hit landet, um die Runner nach Hause zu bringen. Dann stellen wir uns so ein beim Betting Practice und dann gucken wir mal. In dem Fall ist klar, wir wollen auf keinen Fall einen Hit kriegen. Wir wollen ihn eigentlich maximal oben treffen lassen und den Ball als Flug ausfangen, wenn er keinen Home Run schlägt. Wir wollen aber nicht, dass er uns aus dem Infield rausrollert, womöglich, und dann zwei Mann durchlaufen, Minimum, und zwei Runs scoren. Das heißt, wir gehen also eigentlich oben in die Ecken und werfen Fastballs. Warum? Weil wir wollen, dass wir sofort im Count vorne liegen. Der Count ist immer oben in der Ecke. Na, ganz oben, neben dem Showzeichen. 0-1 steht das da, also 0 Balls, 1 Strike. Wenn wir 3 Strikes haben, ist der Mann aus, wäre das dritte aus und das wäre das Inning zu Ende. Das ist also unser Ziel. Deswegen werfen wir jetzt oben Fastball in die Zone, um selber im Count vorne zu liegen und den Vorteil zu haben, dass wir auch mal daneben werfen können. Während wenn man hinten liegt im Count, also mit 3-0, mit 3 Balls und 0 Strikes, dann wüsste der Batter, dass wir jetzt Strikes werfen müssen, weil wir ihn ja sonst walken würden und er den Run automatisch bekommt. Deswegen ist das Ziel beim Pitching eigentlich immer im Count vorne zu liegen. Dann werfen wir den nächsten oben. Wieder schnell, er hat wenig Zeit zu reagieren, er schlägt vorbei. Ja? Unser Ziel. Jetzt liegen wir 2-0 vorne. Jetzt wissen wir, ein weiterer Strike genügt uns, ihn auszumachen und das Inning zu beenden. Da wir 2-0 vorne liegen im Count, können wir jetzt mindestens zweimal total Mist werfen, den er also gar nicht schlagen kann. Ja, wir brauchen ihm jetzt keinen Hittable Pitch zeigen, sondern wir werfen irgendeinen Mist, den er nicht schlagen kann, womit wir ihn ausmachen können. Denn bis 2-2 haben wir locker Zeit, dann können wir wieder vernünftig werfen, um ihn auszumachen. Wir werfen also einen Change-Up, aber eben der 2 Fastballs, die wir brauchen, einen Change-Up. Und zwar werfen wir den nicht rein, wo er ihn treffen kann, sondern werfen ihn hier unter die Zone. Das sieht also aus, der Ball würde da noch reingehen, in Wirklichkeit droppt er aber ganz weit runter. Auf den ersten greift er allerdings nicht an, hat er sich auch gedacht, der wirft euch einen Mist, schlage ich nicht. Okay, müssen wir das selber nochmal machen. Nehmen wir natürlich einen anderen Pitch. Wir nehmen zum Beispiel meinen Slider und werfen den hier in die Ecke, lassen ihn aber links rausgehen, dass er nicht treffen kann. Hat er gerade noch so zurückgezogen. Nee. Wir hatten unsere Chance, haben es versucht, zweimal mit Mist. Hat nicht geklappt. Jetzt haben wir ihm aber zwei langsame Pitches gezeigt. Das bedeutet, dass sein Timing eher auf langsame jetzt eingestellt ist, sein Auge, nicht? Er hat langsam gesehen, hat weiß, wo langsam fliegen die und können ihn jetzt natürlich mit einem schnellen Bild überraschen. Wir gehen deswegen zurück zu unserem Four-Seam, unserem Besten, und werfen ihn wieder oben in die Ecke und versuchen einfach schneller zu sein als er. Hat er sich aber sehr gut konzentriert, hat ihn geschlagen. Jetzt haben wir wieder einen offen, versuchen wieder den Change-Up nach dem schnellen, langsam. Setzen den wieder unten an.
Und jetzt haben wir ihn. Na? Jetzt hat er vorbeigeschlagen, weil er in Erwartung des Schnellen war, schwingt und wir haben das aus und das Inning beendet. Er fängt jetzt hier wieder an, weil ich diese Situation als solche einstelle. Das ist das Gute beim Batting Practice, also auch beim Team Practice ist es ja in dem Fall hier, dass man dieselbe Situation, wenn man hier auf Repeat macht, und at bat immer wieder wiederholen kann. Also ich kann man, also man hat nicht die Zwischensequenzen, kann die repeaten, wiederholen, nochmal, nochmal, nochmal. Nicht? Wir versuchen das ruhig nochmal. Wir kennen die Taktik, haben sie eben besprochen. Wenn man die selber nur spielt, man würde halt oben anfangen. Passt. Schneller sein als der Gegner. 98 Meilen. Dann setzen wir noch einen höher. Passt. Den trifft er. Aber wir können ihn fangen. Deswegen haben wir ja oben geworfen. Auch ein Aus, auch das Inning beenden. Ja? Wir dürfen alles kriegen, nur keinen echten Hit. Deswegen pitchen wir oben, weil wir diesen Fastball kriegen wollen, dass das ein weiter Flugball ist. Wenn es ein Home Run wird, haben wir natürlich Pech. Man weiß aber selber als Batter, es ist nicht aller Tage die Regel, dass wir den Home Run schlagen. Und so geht es dem Gegner auch. Zweimal oben, beide Ecken, Blitz sauber. So wird es gemacht. Wir liegen 2-0 vorne im Count. Können wieder anfangen, Mist zu werfen. Werfen den Change-Up nach unten. Er schwingt drauf. Den müssen wir allerdings noch zur 1 werfen. Das ist ein Sonderfall, weil in dem Fall unser Catcher den Ball nicht gefangen hat. Es ist ein Strike, weil wir geworfen haben. Der Batter geschlagen hat. Unser Catcher hat den Ball aber nicht gefangen. Der Ball ging auf den Boden. Deswegen muss er ihn aufheben und den Mann noch an der 1 auswerfen. Also seht, dass das Bild dann so umschwenkt. Nicht einfach nichts machen, sondern mit dem Catcher zur 1 werfen, den dort auswerfen nochmal, zählt trotzdem als Strikeout für den Pitcher. Ja, das sind halt so statistische Feinheiten. Wieder oben angegangen, er hittet ihn, wir kriegen unser Flug aus. Ja, wieder Inning vorbei, nochmal. So kann man halt immer wieder diese selben Situationen testen. Fastball oben. Einmal außen, einmal innen, ihr könnt es auch umgekehrt machen. Wir liegen 2-0 vorne im Count, oben gucken und werfen und fu. Also ein Change-Up nach unten. Trifft da. Okay. Nehmen wir den nächsten Unfug unten. Nehmen den Slider, der unten rausgeht. Reagiert er nicht drauf? Gut. Dann steht 2-2, wie im ersten Beispiel. Wir wieder oben rein mit dem Fastball. Den haben wir nicht gut getroffen. Jetzt haben wir gleich ein Problem. Gehen nochmal oben raus. Haben ihn wieder schnell noch. Machen wir 2-2 und dann gehen wir wieder einen runter. Kommt immer drauf an, wenn euer Gegner am Online-Spiel natürlich mitdenkt und ihr merkt, dass er mitdenkt, dass er ahnt, wo ihr macht, dann ändert er einfach mal eure Strategie und macht bloß 1-1 oder so. Oder macht man 3-mal den und dann 2-mal den. Und das ist immer die Variante, wenn ihr einen ausmachen müsst, hart angreifen mit eurem besten Pitch und dann irgendwas abwechselndes Werfen, was nicht in die Zone geben muss, wo wir uns einfach die Ungeduld des Batters zunutze machen. Und dann gehen wir zum zweiten Beispiel. Zweite Beispiel wäre zum Beispiel Team Practice, wenn ihr nur ein Aus habt, ja, trotzdem aus dem Inning raus wollt, ohne Runs zu kassieren. Die Bases sind geladen, dann müssen wir was machen? Wir müssen ein Double Play spielen. Ja, wir haben also jetzt oben muss noch ein aus, das reicht uns nicht, so einen Flugball zu fangen, um das Inning zu beenden, oder ein Strikeout. Man müsste dann zwei Strikeouts in Folge machen. In dem Fall wollen wir ein Double Play machen, um zwei Spieler mit einmal rauszunehmen. Das geht, weil der Mann, weil sie alle laufen müssen, sobald der Batter den Ball schlägt. Wir versuchen also, ihn den Ball schlagen zu lassen, den Ball mit einem unserer Spieler aufzunehmen, den Mann an der 2 auszumachen und dann an der 1. Das nennt man dann Double Play, weil wir zwei Spieler ausmachen. Erst die 2, dann die 1. Klar ist, wir müssen natürlich woanders hinpitchen. Wir können nicht oben pitchen, so ein weiter Flug aus, weil rettet uns nicht. Wir müssen unten pitchen, weil wir wenn möglich einen Ball haben wollen, einen Groundball, der über den Boden rollt. Von einem unser Infielder aufgenommen wird, von 2 geworfen wird, zu 1 geworfen. Wir müssen also nicht den Fastball wählen, wir fangen mit dem Slider an. Werfen den unten. Wir müssen jetzt natürlich eigentlich ein bisschen bei der Innen pitchen, weil wir ja wollen, dass er trifft. Das war er nicht.
liegen wir mit zwei Balls hinten, wie man sieht. Das ist nicht gut. Und das bedeutet, wir müssen jetzt rein in die Zone. Bringen den Nugget Curve einfach mal rein. Gehen wieder zum Change-Up in. Treffen den wieder nicht. Jetzt wird's haarig. Liegen wir nämlich schon 3-1 hinten. Einen Walk können wir uns eigentlich nicht leisten. Denn mit einem Walk hat der Gegner einen Run. Sicher. Da ist er. 2-1. Na was. Double Play. Und schon sind wir raus aus dem Inning. Ja? Das ist wichtig, dass man nicht die Nerven verliert. Du könntest doch ruhig nochmal zurückspringen und guckt es euch an. Wir wussten von Anfang an, wie unser Plan war. Wir wollten unten pitchen. Wir wollten, dass er den Ball schlägt. Wir wollten, dass er im Infield langrollert. Dann ist wichtig, wenn man ihn aufnimmt, müsst ihr zuerst zur 2 werfen. Ihr könnt nicht erst zur 1 werfen und dann zur 2. A, schafft man es nicht. Zweitens ist es dann kein Force Out. Dann müsste der den an der 2 austacken. Und das reicht nicht mehr, wenn er nur auf die Base tritt. Deswegen, wenn ihr ein Double Play spielen wollt, muss einer auf der 1 stehen, der zur 2 laufen muss. Müsst, wenn der Ball ins Spiel kommt, erst den Mann aus der 2 ausmachen und dann an 1. Holt es euch nochmal zurück, guckt es euch an. Das ist die zweite Situation, wo man mit Köpfchen pitchen muss. Dann als Beispiel, wenn ich ihn oben schlagen lasse, wenn man es falsch macht, werfe ich einfach mal nach oben und hoffe, dass Mr. Taylor den Ball trifft. Werdet ihr sehen, dann kann ich zwar ihn hinten im Outfield mit einem Flug aus ausmachen, aber ich kann nicht verhindern, dass er dann von der 3 nach Hause rennt und ich also einen Run kassiere. Kaum da hat sie links natürlich auch mit Fastballs ihn einfach auszumachen. Wir werfen mal weiter gerade, er wird schon da. Dann machen wir noch ein Beispiel. Und zwar, wenn ich hier umschalte mal, machen wir nämlich nochmal so, als wäre es ein ganzes Inning von der Logik her. Practice Type, Team Practice. Nehmen nur Bats, Cole, kein Repeat, keine Runner, keine Balls, keine Strikes, keine aus. Nämlich so, als wäre es ein ganz normales Inning, wenn man im Spiel startet. Wir mit den Yankees in der Defense und die Dodgers am Angriff starten natürlich beim Schlagen mit Mookie Betts. Ich würde im Normalfall immer mit Fastballs starten. Einen in, einen außen und gucken, was passiert. Dann dementsprechend entscheiden, je nachdem wie ich im Count vorne oder hinten liege, was ich mache. Also links ist jetzt nach den 2. Ja, Batteriezustand juckt mich nicht. Das Controller ist nach den 2 Fastballs angebracht, Change-Ups zu werfen nach unten. Legt das im Lücken Foulball. Zählt als Strike, aber auch nur bis zum zweiten. Den dritten Strike macht man nicht mit dem Foulball. Deswegen gehen wir wieder oben schnell rein in die Ecke. Der war mies gepitcht, habe ich mehr Glück als Verstand gehabt. Dann hätte er mir im Normalfall um die Ohren schlagen können. Hat er aber nicht. Glück kommt doch dazu, nicht? Sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen. Man kennt es, wenn man die einfachsten Bälle nicht trifft oder auf einmal einen Home Run schlägt, mit dem man nie gerechnet hätte. Jetzt haben wir hier das Problem, dass Seager auf der anderen Seite steht. Da ist nämlich ein Linkshänder. Und wenn wir mit unserem Rechtshändchen-Werfer einen Fastball werfen zu ihm, dann würden wir zu ihm hinwerfen. Deswegen ist es nicht sinnvoll, den ersten hierhin zu werfen. Man wirft ja im Prinzip direkt zum Batter hin. Das sieht für den besser aus. Da gibt es auch ganz genaue Statistiken, dass die Trefferrate höher ist, wenn die gegenüberliegen schlagen und werfen. Deswegen werfen wir den Fastball auf die Außenkante und gehen dann dort gleich runter. Wir machen also nicht noch einen zweiten Fastball oben in, sondern nehmen jetzt hier den Change-Up und werfen den auf die Außenkante unten. Und sieht er nichts. Dann kommt Mai, einer meiner Lieblingspitches, worauf auch immer wieder gerne geschnappt wird, ist der Maskenpitch. Einfach auf die Catcher-Maske ziehen. Man wirft ihn also über, zielt über die Zone. Allerdings sieht das für den Batter sehr nach einem geilen Fastball aus und er schlägt, kommt aber nicht ran, weil er einfach zu hoch ist. Also ist schwer, diesem Pitch zu widerstehen. Jetzt haben wir wieder Mr. Turner. Der steht wieder richtig rum, er schlägt rechts. Wir können also alle Dinger wegwerfen und selbst den Fastball, wenn man oben innen werfen, geht nicht zu ihm hin, sondern rechts, sondern maximal nach gerade.
Wenn wir also den Fast bei oben innen noch beginnen. Nicht mal gut getroffen. Aber ist halt mit 99 Meilen sehr schnell. Es hat generell eigentlich ein gutes Zeichen, wenn ihr Pitcher nehmt, die einen hohen Velocity-Wert haben. Das ist also die Beschleunigung, die Geschwindigkeit des Pitches. Und die werfen dann umso schneller. Dann werfen wir hier fast mal nach außen, er schwingt, wir liegen wieder 2-0 vorne. Können jetzt wieder Mist werfen und in dem Fall nehmen wir einen Slider. Wir haben unser drittes aus. Werfen den unten so eine Ecke, dass er aussieht, als würde er in eine Ecke gehen. Aber eigentlich geht er daneben, wenn man gut werfen. Reagiert er aber nicht drauf, der war ein bisschen zu weit dann. Aber wir liegen 2-1 vorne im Count, können noch so einen werfen, werfen den Changeup hier drunter. Und dann schwingt er drauf und dann haben wir auch das dritte aus und hätten das Inning beendet. Das Gute ist, Practice, dann startet sofort wieder. Ja? Habt ihr Probleme, scheut euch nicht davor, geht ins Practice. Übt. Und dann übt er nochmal. Nur so kann man es ausmerzen. Und wenn man es dann nämlich schneller macht, ja, nicht mehr, wenn man es schon oft genug gemacht hat, verinnerlicht man das. Kann die dementsprechend schneller werfen. Weites Flug aus, noch besser. Ja. Ist immer ein Pitch, ein Aus. Umso länger hält unser Werfer durch. Hier kommt es bei mir gleich automatisch. Ich sehe, dass der links steht. Ich werfe nicht zu ihm hin, sondern werfe wie immer meine Sequenz ab. Gehe oben außen mit einem schnellen, unten außen mit einem langsamen. Lasse folgen einen Maskenpitch. Den er diesmal nicht schlägt, sehr interessant. Nehme nicht den Slider zu ihm hin, nicht den Knuckle Curve zu ihm hin und nehme wieder den Changeup außen unten. Diesmal kann er nicht widerstehen, schlägt auf den, haben wir zwei aus, dann sind wir wieder bei Mr. Turner. Den fange ich jetzt allerdings mal mit dem Slider unten an. Einfach, um es ab und an mal zu variieren. Weil es halt mein CPU, wenn es ein menschlicher Gegner ist im Online, der mitdenkt. Und ich ihn dann damit schon überrasche, dass es wieder andersrum ist. Und er sagt, gibst du ja nicht, ich hab durch die Mitte zählt. Nee, hat er dann halt nicht. Dann wechsle ich trotzdem einfach fast von Slider ab. Er reagiert immer noch nicht. Dann kriegt er halt den nächsten Fastball nach oben außen. Wir liegen jetzt 2-1 hinten, wir sollten Strike werfen. Er liegt uns auch. Und können jetzt einen Maskenpitch machen. Dann haben wir so erst zwei Strikes hinter, zwei Fastballs hintereinander gebrochen, sind nicht nach unten gegangen und komplett wieder seine Logik durcheinander gebracht. Schon wieder das Inning beendet, wa? So kann man es trainieren. Oder ihr trainiert es halt online im Conquest-Modus. Der ist auch super, wenn er Diamond Dynasty spielt. Spielt ruhig jede Map immer ab. Das gibt so viele Päckchen zu verdienen, dass ihr so viele gute Spieler ziehen könnt. Sehr, sehr sinnvoll, jede Conquest-Map wenigstens einmal gespielt zu haben. Da spielt man auch gegen CPU, man spielt mit drei Inning-Games, schnelle Games, die man auch mal zwischendurch einstreuen kann, die Abwechslung und Belohnung bieten. Feine Sache, kann man immer nehmen zum Trainieren, weil es ja keine Auswirkungen hat, wenn man verliert, wiederholt man es halt. Damit sind wir auch schon durch. Im Prinzip, wir haben die Beispiele gebracht, die wir bringen wollten. Situationen gebracht, ich habe die Pitcharten euch gezeigt, die Pitches gezeigt. Ja, das war's. Ist wahrscheinlich ein bisschen länger als sie wohnen, aber das sollte nicht schlimm sein. Solange man am Ende was dabei mitnimmt, ist das ja keine verschenkte Zeit. Apropos verschenkte Zeit, wenn ihr eure Zeit mal verschenken wollt, dann könnt ihr gerne bei mir vorbeischauen, da unten steht's. Ich bin fünfmal die Woche live auf Twitch um 19 Uhr bis 22 Uhr, also irgendwie 3 Stunden am Abend versuche ich immer zu spielen. Am Tag habe ich leider keine Zeit, weil ich da auf Arbeit bin. Deswegen versuche ich immer abends statt Fernsehen lieber meinem Hobby nachzugehen und streame da. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr mal vorbeigucken. Ihr müsst auch nicht schreiben, müsst nicht sagen, müsst euch nichts anmelden, könnt einfach zugucken. Wenn ihr euch anmelden wollt, könnt ihr trotzdem einen kostenlosen Account erstellen. Bei Twitch kostet nichts und dann kann man sogar im Chat was schreiben oder was fragen oder was immer man möchte. Ich würde mich freuen über jeden deutschen MLB-Schauspieler, weil wir immer versuchen, uns so ein bisschen zusammen zu organisieren, dass man immer mal jemanden hat, mit dem man drüber reden kann, weil im normalen Leben wird man kaum einen Mann finden kennen, der Baseball spielt.
Weder auf PlayStation noch auf X. In diesem Sinne, kommt mal vorbei, sagt Hallo. Wenn nicht, dann nicht. Dann guckt auf YouTube mein nächstes Video. Ich hoffe, jede Woche eins rauszubringen. In diesem Sinne, Spaß gewünscht, drin gehauen und immer dran denken. Das Wichtigste ist da, immer schön gesund bleiben. Bis dahin, bye bye.